Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Opa spielt Minecraft. Ich wünsche euch viel Spaß. So, okay, machen wir das so. Wir vergrößern die Kabine da hinten. Das muss ich mir merken, wenn ich da weitermache. So. Gehen wir wieder zurück. So, dann fahren wir mal mit dem Schiffchen gleich nochmal in eine andere Richtung, als wir das letzte Mal gefahren sind. So, das war jetzt mal wieder ein bisschen Frame-Einbruch. Das ist echt heftig, dass es mal so richtig einbricht und dann ist wieder alles okay. Aber es kann natürlich sein, dass das wirklich an dem Texture Pack liegt. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. So, da oben war das drin. Was haben wir hier noch? Weizenkörner. Okay, was ist das? Apfel und rote Beete. Habe ich denn schon rote Beete ausgesamt im Gewächshaus? Ah, da können wir immer noch mal gucken. Was ist das? Papier. Rohshühnchen, Kugelfisch. Oh, der war, glaube ich, giftig. Das ist Sushi. Wer hat mir den Sushi dahin gepackt? Ich weiß es nicht. Kann mir das jemand sagen? So, wie ist es jetzt? Die Uhr geht falsch. Also die Sonne ist ja gerade aufgegangen. Und hier ist, also die Uhr ist hier irgendwie verkehrt in diesem. Es ist ja schon längst morgen, die müsste da weiter oben stehen. Ne? Beweg dich mal ein bisschen schneller. Hiernach haben wir jetzt gerade Monduntergang. Das ist ja völlig verkehrt eigentlich. Okay, dann machen wir mal wieder unsere. Ganser, wir haben Bogenstärke 3, wir können damit noch 100 Schüsse abgeben, sollte reichen, aber wir werden vielleicht dann doch noch mal Ersatz mitnehmen, einen Ersatzbogen, einen einfachen dann halt. Gehen wir mal in unseren Zauberraum, der ja ein Stock höher ist. Und gucken mal, was wir hier noch für Ersatzbögen haben. Wir haben ja genug. Nehmen wir mal so einen Bogen mit Haltbarkeit 51 mit. Den können wir gut aufbrauchen. So, dann nehmen wir unser Bötchen. Und fahren einfach mal auf Geratewohl. Nein, natürlich nicht aufs Geratewohl. Denn ich weiß ja, wo ich hin will. So, hier war der. Hier geht es dann weiter runter. Okay, hier war der Hafen irgendwo. Wo ist er denn? Da ist er. Da ist auch unser Bötchen. So. Der unterirdische Hafen von Rommelsberg
kleines Häfchen, ein Häfchen eher. So, wo muss ich denn jetzt lang fahren? Da muss ich erstmal auf die Karte gucken. Gucken wir mal mit M auf die Karte. Wir müssen uns hier irgendwie durchschlängeln. Und zwar dann, das wäre vielleicht besser, wenn wir da zu Fuß gehen würden, oder? Also hier rechts durch irgendwie, ne? Und dann hier oben rum. Und dann suchen wir danach. Wir müssen öfter mal drauf gucken auf die Karte dann halt. Das ist hier ja so ein bisschen sumpfig, das ist, da verliert man also leicht die Orientierung. Zum Glück ist das Boot jetzt nicht so. Okay, dann müssen wir dahin. Zum Glück ist das Boot jetzt nicht so empfindlich mehr, wie es früher mal war. Da müssen wir rum. Ich meine, wir könnten auch laufen, aber mit dem Boot geht das dann trotzdem schneller irgendwie. Auch wenn ich mich zwischendurch mal orientieren muss. Da jetzt einfach gerade durchdonnern. Bitte natürlich nicht aufs Land. Da sind wir noch zu nah dran. Wir müssen noch um die Ecke da rum. So, wo geht es denn da rum? Da hinten. Hier sind wir, glaube ich, ganz richtig. Also die kleine Version der Karte hier suchen wir mit X auf, dann die große mit M. Das ist hier sehr schön. Genau, da sind wir richtig. M. Das sah aus wie ein Bär, aber das ist halt kein Bär. Da sind wir schon völlig okay. Die schwarze Wand geradeaus. Ein Grafikfehler. So, jetzt sind wir hier in diesem finsteren Tal. Ich habe doch Bett mit, oder? Ja. So, ich möchte zu dem einen Dorf hin. Das war mal einer letzten in einer der Expeditionen gesehen haben. Da müssen wir durch diesen Fluss durch hier und dann irgendwo auf der rechten Seite ist es dann, wenn es in Richtung unserer Hütten da geht, wo wir früher mal, geht mir da aus dem Wege, ihr Hühner, wo wir früher mal übernachtet haben. Ich glaube, das ging dann hier rechts rum, ne? Oder noch um die, hier rum. Genau, da ist unsere Hütte. Richtig, dann sind wir da um die Ecke gefahren. Das jetzt hier oder da? Da muss ich noch mal gucken. Das Dorf ist da hinten rechts. Da muss ich noch da rumfahren. Okay, er lädt jetzt immer mal neu. Das kommen dann halt diese kleinen Lags hier, weil ich vielleicht auch zu schnell fahre. Jetzt hatten wir nur 14 Frames. Jetzt haben wir wieder 50. Jetzt noch mal wieder bei. Das hat schon seinen bestimmten Grund, weswegen ich da zu diesem einen Dorf möchte. Wahrscheinlich, weil er hier jetzt die ganzen Monster lädt. Deswegen. So, wo sind wir denn da? Wir sind gleich da beim Dorf. Denn bei diesem Texture-Pack, das ist ja das Schöne, oder Ressourcenpack, wie es jetzt heißt. Das Schöne an diesem Ressourcenpack hier. Ist ja das Beste, sind ja die Stimmen von den Dorfbewohnern. Und da wir gleich an so einem Dorf vorbeikommen. Ich finde das immer lustig. Ich kann da den ganzen Tag zuhören. Und es wird ja eh gleich dunkel, glaube ich. Da
dann können wir uns ja in so einem so, wo war das Dorf? Da ist es schon. So, dann werde ich mal bei euch übernachten. Darf ich das? Habt ihr ein Bett oder muss ich meins rausholen? Ich glaube, ich hole mal mein Bett raus. Dann lege ich mich einfach mal hin. Ist doch schon fast Nacht, oder? Das war die heutige Folge von Opa spielt Minecraft. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bye bye, euer Norbert vom Kanal Opa spielt.